Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Fabi und heute gibt es ein Unboxing und Review zu einem Case für den iPod Touch der fünften Generation. Ihr seht es vielleicht schon selber, die Marke heißt Ozeki. Dann der Name von dem Case hier heißt O-Code Wardrobe. Das Case kostet bei Amazon knapp 23,50 € und es gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Den Link dazu mache ich euch einfach mal in die Beschreibung. Dann, ihr seht es vielleicht schon selber, das kommt in so einer schönen Plastikverpackung hier. Also etwas hochwertiger wie bei den anderen Cases. Dann steht hier nochmal drauf in so einer Glitzerschrift Invisible Screen Protector. Das heißt, ihr bekommt eine unsichtbare Schutzfolie mit dazu. Dann steht hier nochmal O-Code für iPod Touch 5. Generation. Hier oben nochmal Artikelnummer und hier nochmal das gleiche. Hier nochmal Open. Hier auf der Rückseite sehen wir nochmal einen kleinen Hinweis, dass es mit dem Loop kompatibel ist. Das seht ihr hier. Ich habe jetzt leider keinen Loop mehr hier, da wir den verloren haben, aber hier steht es auf jeden Fall, dass es kompatibel ist. Dann denke ich, man kann dir noch vertrauen. Dann steht hier nochmal, dass es ein TPU-Case ist und vielen verschiedenen Sprachen. Also ein zweifarbiges TPU-Case-Etui. Ja, ich habe das gerade eben schon mal rausgemacht, da das dann etwas schwerer werden würde, weil hier so ein Sticker ist. Also die Verpackung, wie gesagt, die ist wirklich sehr hochwertig. Das kriegt man nicht mehr bei vielen Case-Herstellern. Hier haben wir das Case, lege ich nochmal kurz beiseite und zeige euch den Rest, wo mit in der Packung drin ist. Dann haben wir hier so ein kleines Booklet, wo mit drin ist. Das kann man hier oben dann aufmachen oder unten. Und da sind noch ein paar schöne Sachen drin. Leer. Okay, hier ist erstmal eine Installationsanleitung. Und ja, ich mach's gerade mal auf. So, ich habe es gerade aufbekommen. Hier haben wir die Schutzfolie und ein Mikrofasertuch, wo nochmal der Name Ozeki draufsteht. Ja, das werde ich jetzt aber nicht extra drauf machen. Das weiß man, denke ich, selber, wie das funktioniert. Und dann, wie gesagt, haben wir hier nochmal eine Anleitung, wie das dann funktioniert. Und ja, dass es mit dem Loop kompatibel ist. Ich mache das Case jetzt einfach mal drauf und zeige euch die Aussparung. Hier seht ihr vielleicht schon, das ist so eine Passform von dem iPod Touch 5G, dass es auch direkt da drauf passt und dass es die Größe nicht während dem Transport verändert, also dass nicht eingeknickt wird oder so. Hier drin haben wir dann nochmal so ein kleines Stückchen Papier. So, jetzt kommen wir direkt mal zum Case. Ihr seht selber schon, wir haben hier zwei verschiedene Farben, also zwei verschiedene TPU-Elemente. Das eine ist so matt und das andere ein bisschen glossy. Ich mache den iPod einfach mal rein. Am besten immer mit den Aussparungen zuerst. So, sitzt eigentlich schon ziemlich schnell und ziemlich gut. Oben die Aussparung von der Kamera wurde perfekt gemacht. Der Loop auch etwas groß, aber man erreicht ihn gut und dadurch, dass er etwas größer ist, kann man den Loop natürlich noch ohne Probleme verwenden, denke ich mal. Hier unten die Aussparung, seht ihr selber, ist eigentlich, Moment, ich fokussiere es nochmal kurz, ziemlich gut geworden. Man kann alles ohne Probleme erreichen. Hier wurde komplett ausgespart, also man kann es noch ohne Probleme benutzen, oben ebenfalls. Ja, dann vielleicht könnt ihr es erkennen. Wir haben ein kleines Lay-on-the-Table-Design. Bedeutet, wenn ihr euren iPod Touch so hinlegt, wird das Display nicht sofort verkratzt. Ja, also es liegt auch ziemlich gut in der Hand, muss ich sagen. Also es rutscht nicht hin und her und hat einen wirklich guten Grip. Jo, also hier hinten seht ihr es vielleicht schon selber. Das zieht leicht Fingerabdrücke an, aber das kann man, denke ich, wieder ziemlich leicht abputzen. Das gibt es noch in anderen Farben. Ich denke, schwarz ist da jetzt etwas anfälliger. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!